Königin Letizia, ihr legendärer Streit mit jährt sich zum fünften Mal. Ein seltsamer, auf Kamera festgehaltener Moment in der spanischen Königsfamilie ging vor 5 Jahren durch die europäische Presse und hat besonders die Beziehung zwischen Königin Letizia 50 und ihrer Schwiegermutter Königin Sofia von Spanien 84 in ein vollkommen anderes Licht gerückt. Ja, dass es besonders zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter mal etwas rauer zugehen kann, ist allgemein bekannt. Doch dachte man, die Royals seien beherrschter in ihren Emotionen und Reaktionen, zumindest bei öffentlichen Veranstaltungen. Doch zeigten Aufnahmen vom Ostergottesdienst in der Kathedrale von Palma auf Mallorca, wie ruppig die beiden Königinnen miteinander umgehen. Königin Sofia legte die Hände um ihre Enkelinnen Prinzessin Leonor, 17, und Prinzessin Sofia, 15, um sich wohl mit den beiden Mädchen fotografieren zu lassen. Letizia ging währenddessen auf und ab, lächelte noch, doch dann wendete sie sich Königin Sofia und ihren Enkelinnen zu. Sie streichelte den Kopf von Leonor und versuchte dabei, fast beiläufig die Hände ihrer Schwiegermutter und ihrer Tochter zu trennen. Königin Sofia wollte die Hand von Leonor behalten, doch die damals 12-Jährige wies sowohl die Hand ihrer Mutter als auch die ihrer Großmutter zurück. Als Sofia ihre Hand erneut auf die Schulter von Leonor legen wollte, nahm sie diese erneut runter. Dann schien ein Wortwechsel stattzufinden und Felipe V ging dazwischen, wollte die Situation scheinbar beruhigen. Danach wurde besonders in der spanischen Presse über diesen unangenehmen Moment berichtet und spekuliert, wie das Verhältnis zwischen Letizia und Sofia wirklich ist. Warum wollte die amtierende Königin nicht, dass sich ihre Schwiegermutter mit ihrer Enkelin ablichten lässt? Und warum reagierte dann auch Leonor so abweisend? Auch eine Verwandte meldete sich kurze Zeit zu Wort und kritisierte besonders Letizias Verhalten scharf. Prinzessin Marie Chantal von Griechenland, 54, Ehefrau von Prinz Pavlos, 55, Philippes Cousin, schrieb auf Twitter: Keine Großmutter verdient diese Art der Behandlung. Wow. Sie hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Anschließend veröffentlichte sie ein Foto ihrer Familie und schrieb: Glückliche Großeltern. Das ist es, worum es in einer Familie geht. Marie Chantal war also ganz klar auf der Seite von Königin Sofia, musste ihren Tweet allerdings nur wenige Stunden nach Veröffentlichung wieder löschen. Seitdem sind einige Jahre vergangen, das Verhältnis von Königin Letizia und Königin Sofia wirkt wieder inniger. Und auch Letizia und Marie Chantal zeigten sich anlässlich der Beerdigung von König Konstantin 82. im Januar dieses Jahres überraschend harmonisch ein, als sei der Ostereklat von 2018 endgültig Geschichte. Verwendete Quellen: Twitter.com. Gra părul din tot, tot, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, buia, si, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le pierd la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.